Und ich spiele hier an einem Sonntag. Also hier in Game ist es der 26.02.2017. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Ja, heute ohne Kamera, aber vor dem Mikrofon hier, oder hinter dem Mikrofon besser gesagt, ne? Euer René. Und wir spielen heute auch wieder OMSI 2 aus einem ganz bestimmten Grunde. Ne? Ich möchte dem ganzen Spiel hier bei der Aufnahme nochmals eine Möglichkeit geben und heute Samstag spielen wir ein letzter Greif. Also, ne? Wir befinden uns auf der Karte Grefrath. In der Version 3. Ich habe mich für den Solaris Urbino 12 in der Grefrath Facelift Version entschieden. Fahrplan ist bereits aktiv. Bestätigen wir das Fahrzeug und während ich hier mal ja, kurz ne, alles Roger mache. Ne. Ja. Legen wir mal gleich hier los. Ne. So. Wir fahren nämlich an einem ganz bestimmten Tage die Linie 51 und ich vermute mal die 1 ist das. Kann ich ja mal da oben nachgucken. 51, nee, bam 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 bam, Grefrath Hauptbahnhof mit einem Linienwechsel muss ich die 03 eingeben, gut. 051 000003. So. Linie 2, so. Jetzt wartet das ganze Ding hier, ne? Bitte warten. Dann würde ich sagen, das bestätige ich mal. Warten auf Ibis-Daten. Schauen wir mal kurz nach, ob schon geschildert ist. Ja, Grefrath Hauptbahnhof ist geschildert. Dann würde ich vorschlagen, ich ziehe hier schon mal vor, weil um 13.35 Uhr ist Abfahrt. Ja, und warum genau 13.35 Uhr und so weiter und so fort, ne? Werde ich euch dann nachher noch gleich alles hier im Spiel erklären. So, kann ich schon mal bestätigen. Schauen wir mal nach, ob uns hier jetzt jemand hier zu besuchen geht. So. Unser Linienfahrplan von Wilhelmplatz in Grefrath nach Grefrath Hauptbahnhof zur Endhaltestelle. Und ja, ne, und wir spielen genau, wenn wir am Fass sind, ist es 13.45 Uhr. Das ist genau in der Mitte und das passt perfekt, denn heute ist ja der 25.12. Na, 25.12. Ne, ja, ne, 25.12. Ne. Der 25.02. ist heute und ich spiele hier an einem Sonntag. Also hier in Game ist es der 26.02.2017 und ja, das ist morgen und genau da habe ich Geburtstag, ne? Genau um 13.45 Uhr ja, bin ich auf die Welt gekommen. Und das Ganze vor ne, einige Jahrzehnten, ne? So, schließen wir das Ganze schon mal und starten hier die Fahrt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin noch nie auf der Linie 51 hier auf Grefrath gefahren. Vor allem auch deswegen nicht, weil ich die Karte erst heute installiert habe. Oh, super. Und heute ist nicht der 25.12. Nein. Heute ist noch bei mir der 25.2. meine ich, ne, 25.12. ist auch nicht, aber heute habe ich, wo ich aufnehme, der 23.2. ne, und ja, hier haben wir eine schöne Busampel, ne,
Jo. Ja, betätige mal hier. Ja, bitte abwagen. Habe ich. Ich bin abgewagen. Nur ich habe hier Ampel, Rot, Ampel, Querstrich, Querbalken. Mit Querbalken ich nichts fahren dürfen. Ne? Ja, Punktal und Strich an. Jetzt fahren wir mal hier. Ne? Ja, aber da. Ersten Held hatte ich sicherlich keiner gekommen. Ne? Ist mir keiner eingestiegen. Nächste Haltestelle, ja, ne? Rotinger Straße. Ich denke mal, für einen Sonntag wird hier auch der Urbino 12 passen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand hier so viele Busfahrten an einem Sonntag hier in einem Nordrhein, also in einem nordrhein-westfälischen Städtchen hier im Ruhrgebiet hier herumfährt. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ziehen wir noch ein bisschen vor. Aber schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, was hier auf uns zukommt. Zur Not mache ich hier halt eine Leerfahrt. Auch wurscht, ich krieg's ja Zeit, ne? Schön wär's, ne? Schön wäre es, wenn ich das hier bezahlt bekommen würde, ne? Hätte ich ja einiges an meine Manie, ne? Privat spiele ich den OMSI 2 natürlich sehr häufig und sehr oft, weil er mir gut gefällt und mittlerweile habe ich ihn zumindest schon zum Laufen gebracht. Wobei ich wollte letztens mal aufnehmen, bereits vorab produzieren, Rheinhausen, die Map hätte ich auch. Aber willst du mitfahren? Nö? Dann fahren wir weiter. Oh, ja, den Geh stecken immer mit, ne? Der darf mithaben. Genau. Der Gehsteck darf mithaben. Der Bordstein. Ne? Oh, wir hören uns ein bisschen den Entwerter hinten an. Nächste Haltestelle. Rheinbrücke. Jo, dankeschön. Für diese wertvolle Information, für diese wertvolle Auskunft. Ja, also Rheinhausen habe ich, wie gesagt, schon versucht hier aufzunehmen. Ich sollte vielleicht nicht so schnell fahren. Aber ist nichts gegangen. Der wollte nicht. Ne? 51. Rechts bleiben. Oh. Da bin ich aber gespannt hier. Ne? Auf was mir aufgefallen ist bei Krefrath. Ich habe ein, zwei Testfahrten hier schon gemacht. Natürlich, ne? Ja, der Schlüssel wollte ich wissen, wie schaut es aus, wie funktioniert das Ganze. Und was mir aufgefallen ist, der steht ein bisschen komisch. Da musste ich jetzt hier, leider Gottes, den Bordstein hier mitnehmen. Ne? So, hier haben wir unsere ersten zwei Fahrgäste am Sonntag. Wahnsinn! Die wollen alle kein Ding. Na, die haben wahrscheinlich schon. Ne? Die haben wahrscheinlich schon gekauft. Oh, brave Bürger sind das. Kaufen im Vorverkauf. Ne? So soll es auch sein, so soll es auch gehen. So, das tut uns allen freuen. Also, wie gesagt, was mir eben abgewandt. Ne? Ja, nächste Haltestelle, Fischelmarkt. Ja, Fischelmarkt, danke. Die Karte hat hier eine dynamische Quelle, welche allerdings nur die Endhaltestelle bezeichnet. Alle anderen sind irgendwie gelb gehalten. Wenn gelbe Pfeile da sind, muss ich unbedingt aufpassen, wo ich eigentlich hinfahren muss. Ne? Ja, und ich hätte da vielleicht ein bisschen anders schauen sollen. Ne? Aber das wurscht. Fischelmarkt. Bin ich ja richtig. Ich bin ja den gelben Pfeilen gewollt. Und ich hoffe, dass ich richtig bin. Ne? Fischelmarkt. Gibt's hier Fischel? Fische? Schaut aber nicht danach aus. Ne? Fischelmarkt, ja passt.
Und da haben wir wieder mal Passagierchen hier aufzulegen. Drei Stück an der Zahl. Hallo. Hallo Manni. Guten Tag. Oh, guten Tag. Ne? Schaust aus wie von Matrix entsprungen. Mit einem Anzügchen. Kommt da was? Nein, dann fahren wir mal. Ne? Gibt's Ansage? Also, ich habe keine Ansage. Nächste Haltestelle, Nordkamp. Dankeschön. Nordkamp. Mhm. Mal schauen, wo wir hinfahren. Ne? Vielleicht nicht so schnell hier. Ja, ne? Das ist ja unglaublich. Ja, genau. Ne? Führerschein gewonnen, oder was? Nee, den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ne? Und zwar heute. Ne? Hallo, aber hallo, ne? Die kann ruhig bei mir bleiben, ne? Halt, stopp. Ich hab die Linienbezeichnungen nicht gesehen. Schau wieder mal nicht, ne? Wo geh ich denn hin? Ah, bin ich hier richtig. Gut, Basti. Da war ein Blankout schon. Nächste Haltestelle, Nordkamp. Nee, da waren wir gerade. Bitte weiterschalten. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Oh, nee, nee. Ist meine zweite, ne? Nächste Haltestelle, Heckenweg. Ah, Heckenweg. Oh, bleib mal stehen, bitte. Danke. Mach mal die drei. Hallo. Max von hier rein. Hallo. Guten Tag. Oh. Die haben mir ein bisschen zu viel an. Ja, irgendwas mir auch aufgefallen ist bei diesen ganzen meisten Haltestellen hier. Hier gibt es keine Haltestellenbuchten so in den größeren Städten, sondern hier so direkt am Straßenrand. Ja. Nächste Haltestelle am Garten. Keine definitiven Haltebuchten. Schon wie da schon wieder. Ne? So mitten auf der Straße, einfach eine Busbezeichnung und oh, daneben ein Haltestellenschildchen mit Haltestellenhütchen. Ne? Gefällt mir aber auch ganz gut irgendwie. Ne? Das hat ein bisschen was vom Flair hier. Ne? Allerdings gebe ich da jetzt jedes Mal den Warnblinker rein, nicht, dass wir hier in den Agenten reingehen. Ne? Jo, wo geht's denn entlang hier? Hab ich irgendwo was vergessen? Irgendwo was Na, dann fahren wir gerade. Ne? Fahren wir der Straße entlang. Ne? Der Nase nach, ne? Und die Nase sagt gerade. Beziehungsweise der Kurve. Wehrstraße. Oh, ne? So langsam sollten wir uns hier der im Mittelpunkt der Fahrt nähern, habe ich das Gefühl. So, und hier die nächste. Hallo. Bitte einzusteigen. Matrix lässt wieder grüßen. Will ja nur noch, dass Keanu Reeves auch noch daher kommt, ne? Mit dem Lauren Fishburne, ne? Und die hier mal kurz und klein, also die ganze Map hier kurz und klein hauen. Ne? Und dass sich dabei herausstellt, dass Krefrat eigentlich nur ein Teil der Matrix war oder ist. Ne? Vielleicht sehen wir ja da mal die Zahlen herunterplupsen, ne? So die Nuller und Einser. Ne? 0 und 1, ne? So Matrix-mäßig, ne?
Ich weiß nicht, wieso komme ich heute so oft auf den Film Matrix zu sprechen? Oder auf die Filmtrilogie, besser gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich ihn mir mal wieder anschauen, die ganze Trilogie. Ne? Nächste Haltestelle, Burgstraße. Ja, danke schön, Burgstraße. Warum, ne? Könnte ich mal machen, ne? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Trilogie. Sollte ich vielleicht mal machen. Ist nicht einmal so schlecht, ne? So, da haben wir die Burgstraße. Ja, da haben wir wenigstens ein bisschen mehr Platz auf der linken Seite hier, ne? Und wir werden ja jetzt nicht einsteigen wollt hier, ne? Oma, servus. Ach, Mann, ist schon wieder. Fahren wir weiter hier. Weiter geht es rundherum, ja, ne? Also diese Fahrt mache ich ja an einem einzigen Stück. Ich mache hier keine Verlegung, kein doppeltes Ding hier mehr, ne? Nächste Haltestelle, ne? Am Fass. Und ja, wir sind am Fass angekommen. Das heißt, es müsste jetzt irgendwo jetzt ungefähr 3:45 sein. Okay, und genau am Pass fahren wir vorbei, natürlich, na selbstverständlich, aber, ja, na klar, ne, meine Geburtsurzeit spielt sowieso keine Rolle, ne, brauchen wir ja nicht anhalten, brauchen wir überhaupt nicht anhalten, nein, nein. Gut, dann gehen wir rechts rüber hier, ne, fahren wir mal rechts rüber. Nächste Haltestelle, Fachhochschule. Ach, die Fachhochschule hier in Kriegenrad. Und hier gibt es sogar einmal ein Haltebuch. Na, ist das aber mal schön. Das ist ja mal ein Ding hier. Aber ja gut, sie sind vereinzelt doch vertreten, die Haltebuchen. Hallo. Aber eher eine Seltenheit hier auf dieser Karte. Ja, Lemmental war ja vorige Woche noch dran. Und ich muss ehrlich sagen, mit Lemmental hatte ich so viele Probleme gehabt. Mittlerweile im privaten Test läuft das so super und perfekt. Ich könnte mir schon mal vorstellen, dass ich wieder mal Lemmental auch fahre. Ne? Aber Rheinhausen, ich habe 3-4 Versuche gebraucht, beziehungsweise unternommen, um da irgendwas aufzunehmen. Ständig abgegackt. Entweder ist der Omsi abgestürzt, also das Spiel. Oder die Texturen waren alle weiß, also alle Gebäude waren nicht mehr sichtbar, sondern nur noch weiß. Hallo. Oder es hat überhaupt nichts funktioniert. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtigerweise jetzt mit der Kamera. Jo. Das ist ein kleines Verwirrspiel. Pfeil zeigt nach links, Pfeil zeigt nach rechts, Pfeil zeigt nach unten. Könnt ihr auch mal entscheiden, bitteschön, in welche Richtung das gehen soll? Nächste Haltestelle, Hafenstraße. Aber Krebrand, ja. So Ruhrgebiet-mäßig, ne? Irgendwo im Ruhrgebiet, in NRW, ne? Sieht man auch an diesen Gebäuden hier, so alte Fabriksgebäude, ja, die ehemalige Schwerindustrie, ne? Im Ruhrgebiet. Und da haben wir mal Vorrang geben, ja, okay. Da kommt nichts, da kommt auch nichts. Dann fahren wir mal, ne? Ja, und bei mir piept schon wieder alles, ne? Bam, 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 bam. Mein Handy. Oh, da vorne ist erst die nächste Station. Da geht's aber schön entlang, ne? Ja, ich vermute mal, Krefrath ist eher ein Spiel, wo man mit so kleinen Bussen fahren sollte oder müsste oder so, ne? Weil doch ziemlich kleine, enge Gasseln
Guten Tag. Wobei, ich bin auch schon mal mit dem Gelenksbus durchgefahren und es hat alles super toll funktioniert, muss man schon sagen. Jo. Na, das war die Hafenstraße. Wo geht's jetzt bitte entlang? Ich geh mal Auskunft geben. Danke. Nächste Haltestelle, Karlsfeld. Karlsfeld. Oder Karlsfeld. Ist ja interessant hier, ne? Ja, demnächst sollte ich dann hier auch mal ankommen. Wenn's wahr ist. Da lassen wir mal den Warnblinker draußen. Ich bin eh ganz weit rechts. Ja, die Autos können vorbeifahren. Guten Tag. Hallo. Einmal Kurzstrecke. Ach, einmal Kurzstrecke. Jö, ich darf mal hier verkaufen. 2 Euro kostet das. Da kann ich sparen. Ne? Hallo. Oh, dann sollte ich auch in den linken Rückspiegel schauen. Dass da was kommt hier, ne? Nächste Haltestelle, Erzweg. Erzweg, ja, kenne ich. Ja, den kenne ich. Da war ich heute schon mal. Das ist aber eine schöne Kreuzung hier, ne? So eine schöne schräge Kreuzung da rein zu, ne? Drüben so richtig schöne Altbauten eigentlich, ne? Da gehen auch vor uns. Ja, die Karte hat schon was. Gut, ich bleibe mal hier in der zweiten Spur, weil in der ersten da drüben wird anscheinend geparkt. Mit Autos, mit Fahrzeugen. Und ich habe hier übrigens in diesem Bus automatische Weiterschaltung, gell? Ja, auch nicht schlecht, ne? Hallo. 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 Zu viel an, zu gelb. Fahren wir weiter hier. Also ich habe hier keinen Spiegel oben. Ne? Den sehe ich hier nicht. Dabei wollte ich gerade mal reinschauen, wie es eigentlich hinten ausschaut. Nächste Haltestelle, Kaiserplatz. Ach, der Kaiserplatz, ne? Ja, wollte ich gerade mal eigentlich schauen, wie es hinten ausschaut, aber ich kann ja mal hier kurz zurückblicken. Oh, ja, ein paar Fahrgäste haben wir ja noch. Ne? Oh, da vorne ist auch schon die Station Kaiserplatz. Kaiserplatz, wo bist denn du? Ah, und die nächste ist schon die Endstation. Okay, gut, das passt ja, sehr schön. Jo, fahren wir mal hier weiter, ne, zur Endstation. Die da vorne ist. Nächste Haltestelle, Krefrath Hauptbahnhof. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Dankeschön. Der haut wenigstens die Gäste raus. Ne? Was mir ja sehr gut gefällt. So, muss ich nur kurz noch nachgucken. So sollte der Terminus sein. Ne? Sollte meine Endhaltestelle sein. Der sollte dann auch stehen bleiben. Und passt dann noch. Passt damit also dann, ne?
So. Ja, ne? Fahrplanwechsel, ja, ich weiß. Fahrplanwechsel beachten, ne? So, hinten die Tür auf. Und ich bin angekommen mit 1 Minute und 15 Sekunden Verspätung. Das seht ihr ja natürlich nicht, aus ganz bestimmten einfachen Gründen. Können wir ja mal schauen, ob hier alle draußen sind. Ja, sie sind alle draußen. Sehr schön. Wir könnten einmal ganz kurz, wenn ich schon mal da bin, hier hinten kurz reinschauen. Wie es hier hinten ausschaut. Ja, ne? Ja. Ist aber nicht mein bevorzugter Platz. Das schon fast eher. Das noch mehr. Und das ist in einem Bus mein allerliebster Platz. Beziehungsweise der da. Der in der Mitte da. Der da. Also hier in diesem Fall der ganz linke. Ne? Weil der hat hier einen hochgestellten Motor drin. Ne? Also der ganz linke da. Das ist mein bevorzugter Platz. Wenn ich genau durch den Gang durch, genau mitten durch, genau auf, genau da vorne. Also, wenn ich mit Bus fahre, bitte von ganz hinten, dann sehe ich was. Ja, und ich würde vorschlagen, ne, dass ich hier noch ein schönes Bildschirm auch noch zusammenbekomme hier. Ne. Oh, so. Machen wir mal hier die Vordertür auf. So. Dann machen wir Klicks. Ein Fütterchen. Eventuell auch von da noch. Klicks. Foto. Und mit diesem Bild würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke ich mich dafür, dass ihr hier dran geblieben seid. Bis zum Schluss. Nächste Woche, Samstag, starten wir in eine neue Tour mit dem Euro Truck Simulator 2. Der da drüben lässt dabei schon grüßen, der LKW. Nächste Woche sind wir damit unterwegs. Bis dahin, tschüss, servus, bye bye, euer René.